Mein Name ist Bachmeier Wolfgang. Also ich bin Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Ja, ein bisschen eine schwere Sache, das zum Werden. Da gehört eine schwere Prüfung dazu. Aber trotzdem ist es ein interessantes Thema. Ich wohne in Passau, gehe leidenschaftlich in die Pilze und habe immer gerne einen Schupper dabei, weil der mittlerweile auch 90% meines Wissens schon beherrscht. Ja, mein Name ist Herbert Grundmüller. Ich werde allgemein in unseren Landkreisen Schuppo genannt. Das ist ein Spitzname. Ich bin seit 14 Jahren tätig beim Bachmeier Wolfgang mit der Pilzberatung. Ich nenne mich Pilzexperte, bin aber kein Sachverständiger. Ich darf Pilze nicht freigeben. Das obliegt den Sachverständigen. Das ist ein idealer Wald für Schwammelwachstum. Wir haben da einen Mischwald, da sind natürlich alle möglichen Bäume vorhanden, optimal für das Pilzwachstum. Da sind wir ja nicht so in der Monokultur. Natürlich ist er sehr, sehr günstig für das Pilzwachstum. Das ist das Moos. Dieser Wald ist optimal zum Schwammerl wachsen und auch zum Schwammerl finden. Die schönsten und beliebtesten Speisepilze, der Steinpilz, die tragen am liebsten raus. In Österreich sagt man Herdenpilz, bei uns sagt man Steinpilz. Im Bayerischen Wald sagt man auch Dobernickel dazu, das ist ja Dialektsache. Am besten kann man, erkennt man es an den gelben oder grün-gelben Röhren unter, diese kastanienbraune Hutform. Da haben wir jetzt einen Steinpilz und als Gegenüberstellung der ungenießbare Bruder vom Steinpilz, das ist der Gallenröhrling. Aber wenn man die beiden schaut, der Steinpilz ist oben kastanienbraun, der Gallenröhrling hat eine Farbe, fast gelbliche Farbe. Mittlerweile Apps, ich habe selber nicht entwickelt, nicht nur, dass der ein paar tausend Pilze enthält, sondern es ist zum Beispiel eine Kamerafunktion eingebaut. Mit dieser Kamerafunktion können Sie totale Laien schon ein bisschen vortasten, aber niemals sich hundertprozentig verlassen. Und darum muss man einfach da aufpassen, dass man das nicht einfach so nimmt, als dass die App jetzt sagt, zu 100% jetzt erkennt er das und jetzt kann ich das aufessen. Das auf keinen Fall, dann lebt man nicht lang. Haben Sie jetzt gesagt, Waldbaden, Schwammerl suchen. Mhm. Eine Stunde Schwammerl suchen, da ist so viel antioxidierende Stoffe, was man da zu sich nimmt, wie wenn man eine ganz große gemischte Salatschüssel essen würde.